Hallo, willkommen zurück zur Song of Nunu. Wir werden mal das Türchen hier öffnen. Schauen mal, was hier passiert. Wir müssen noch was besorgen, damit wir den Kessel machen können. Könnte das Ding der Kellorel sein? Orn sagte, dass wir irgendwas vom Kellorel holen sollen. Ich weiß aber nicht mal, was ein Kellorel ist. Stimmt. Herumstehen bringt nichts. Auf geht's. Wir werden es feststellen. Kumpel, ich möchte runter. Wieso? Sie ist kaputt. Wie kommen wir jetzt rüber? Ich glaube, das wird später unser Ausgang. Könnt mich auch irren. Nee. Das Tönchen. Flöte ausrüsten. Spiele das Lied, um das magische Eis aufzunehmen. Okay. Und damit haben wir was Neues. Moment. So, heißt das jetzt, wir können eine Eisbrücke zaubern? Ach, du gute Gott. Pass aus, nicht? Super! Das Eis hat die Platten repariert! Bitte auch? Gut. Lass mich flöten. Ich meine... Na komm. Hi, Fuß. Wow! Willem, was sind das für Dinge? Statuen? Aber von wem? Sie sind echt. Unglaublich! Wow! Sieh mal, die Augen. Wahres Eis. Hey, Willem, ich weiß, wie ich sie nenne. Gletscherglubscher. Das sind Figuren. Noch eine Schneeballschlacht? Nee, du hast die letzte aber verloren. Willkommen bei einem weiteren Kampf zwischen Nunu, dem kleinsten Notzeug, und Willem, dem größten Yeti. Beweg dich doch einfach nicht. Was leichter. Achse zu da oben. Oh, da hab ich mal getroffen. Klasse!
So, das war's mit dir. Ich bin der wahre Meister der Schneebälle. Gib lieber gleich auf. Das ist nicht dein Ernst. Ich gewinne immer. Weißt du, Willem, ich habe mir überlegt, wir könnten das erste Schneeballschlachtturnier in Freljord abhalten. Nur für Legenden. Klar, World Championship. Braun würde es bestimmt ins Finale schaffen. Da hinten geht's auch weiter. Da geht's auch irgendwo lang. Ich schau mal, ob ich das zerstören kann. Ach, das kann er das. Ja, er macht's ja auch. Oh, das ist ein Lied. Okay, packen wir mal die Flöte aus. Sehe ich da schlecht. Hammer. Da ging es um die seltsamen Statuen. Im Lied heißt es, sie wären beinahe lebendig. Seltsames Lied, Großer. Aber schön. Das sind gar nicht mal so schlechte Lieder. Okay, bevor wir jetzt da oben weitergehen, schauen wir mal dahinter. Vielleicht können wir jetzt da was machen. Ist irgendwie was mit denen? Kann ich da was tun mit der Flöte? Nö. Ein Frosch? Hast du sowas schon mal gesehen, Willem? Kreaturen aus Eis. Die sind super selten. Wow! Bestimmt muss man hier irgendwie was tun. Und Feuer brauchen wir mit Sicherheit noch was. Gehen wir mal da hoch. Warum wolltest du nicht dorthin? Ich weiß, dass du mir nicht alles sagst. Ist schon okay. Du bist mein Freund. Ohne diese Note öffnet sich das Tor nicht. Ich sehe das nicht richtig. Nee, das ist es auch nicht. Das sieht aus wie das hier, ne? So, was geht hier auch? Cool. Gibt noch mehr Kombinationen. Aber mir fehlt ein Stein irgendwie. Jedes Bündchen gibt ein Tönchen. Also es sieht aus wie das oder wie das. Aber eher nicht, oder? Eher ist, nee, auch nicht. So sieht das aus. Okay, hilft mir nichts. Ich komme da nicht weiter. Also das heißt, wir müssen hier erst was lösen. Vermutlich hat es doch was mit den Figuren zu tun. Alles klar. Also
Allerdings weiß ich jetzt bloß nicht wie, was und wo. Willem, das fabelhafte kalte Reh! Das ist eine gute Frage, ne? Wo geht's denn hier hin? Zerstören? Cool. Das bringt ja nichts. Und hier ist ja nichts, ne? Ich sehe ja auch keine Noten oder sowas. Irgendwas haben wir übersehen. Lied, ne? Und der Affe, oder was das da ist. Die Statuen? Was ist damit? Augen aus wahrem Eis. Wie die von eben. Aber unheimliche. Ja, ich hab trotzdem keine Lösung, Bernhard. Keine Ahnung. Die summen auch, aber das war's. Ja, ich weiß es nicht. Ich gehe mal noch dahinter. Eigentlich fehlt das doch bloß der Stein, ne? Wenn ich das richtig sehe. Da geht's weiter. Nicht mein Trübers kriegt uns. Na, da schon. Mauern zu lang. Schwachstellen zu enthüllen. Jetzt, er ist geschwächt. Und wo? Die Frage ist, ist das hier eine Schwachstelle? Hey, Blödmann. Jetzt, er ist geschwächt. Jetzt, er ist geschwächt. Ich glaube, da kann ich nicht durch. Jetzt erst geschwächt. Das ist eine unsichtbare Mauer. Jetzt erst geschwächt. Da ist auch eine unsichtbare Mauer. Ah!
Jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Das arme Sau. So, jetzt ist die Begrenzung auch offen. Ich spiel, du greifst. Ah ja. Irgendwas kann ich jetzt damit machen? Das war's aber auch schon. Wütend Egg, noch ein Krug. Los, Belsangur. Irgendwas war mit dem Ding da jetzt da oben. Und das muss ich wahrscheinlich auch irgendwo hin bringen. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen muss. Ja, aber da ist ja Krüge da. Das bringt ja nichts. Und wenn ich da weggehe? Macht nur Sinn, oder? Jetzt schrumpft's. Oh, ein Krobi. Nee, warte mal. Na komm mal her, Digga. Muss dich da herbringen irgendwie. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir probieren es mal. Du hast nämlich so Eisreste da, drauf. Auf seinem Rücken sind Splitter aus magischem Eis. Wir brauchen doch Gegensplitter, oder? Hä? Aufwachen, Krugi! Ja, jetzt lass mich erstmal gucken, wo wir das Zeug hinbringen müssen. Da komme ich ja hoch. Genau, nochmal hoch. Ah, warte mal. Ja. Ich glaube, ich hab's. Da drüben, wo ich das Eis sammeln kann, da ist doch, glaube ich, ein Splitter. Das heißt, wo müssen wir überhaupt hin? Noch ein Krug. Los, Belsangur. Weiß ich noch nicht ganz genau, aber... Ey, weg mal da hin dann hierher. Okay, wir hören mal das Flöten auf. Probieren das hier nochmal. Ich spiel, du greifst.
So weit weg kann es ja nicht sein, oder? Er macht's hier aber auch nicht. Ich komme noch nicht ganz mit. Da verschwindet ja das Eis. Oh, ein Krobi. Ja, das wissen wir schon. Was läuft hier verkehrt? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist ein Problem. Darüber macht es ja keinen Sinn. Da komme ich jederzeit zurück. Vermutlich muss ich irgendwo hin, um den Stein zu kriegen. Daher macht es auch keinen Sinn, oder? Manchmal ist ja kleine Hilfe gar nicht mehr so verkehrt. Wohin man den Knopf stellen muss. Aufwachen, Krogi! Nee, ich finde da nichts, wo man den hinstellen sollte. Okay, schauen wir mal. Ich wüsste sonst nichts mehr. Noch einer! Ich muss 2 Songur spielen. Was? Das ist Frost. Aber das da drüben ist doch kein Frost, oder? Ach, da hört das Löten auf, okay. Ja, ich muss die Melodie spielen. Ich kann da nicht drauf hüpfen. So ein Scheiß. Schneller, schneller, schneller! Ich spiele
greifst. Jetzt. Jetzt habe ich es aber auch noch. Alles klar, aber was bringt mir das jetzt? Fragst du für einen Freund? Da ist so ein Kristall auf der Haube, aber irgendwie. Quatsch. Kann ich jetzt damit was machen? Quatsch. Kann ich wieder nehmen? Okay, so, das ist das schon mal kapiert. Okay, die einzige Möglichkeit ist doch darüber zu kommen, oder? Das heißt, schauen wir mal, ob wir da hochkommen jetzt. Aufwachen, Krugi. Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass das da so doof ist. Also was bringt mir das? Ich komme ja... Noch ein Krug! Los, Welsongur! Und da komme ich ja auch nicht hoch. Okay. Probieren wir es einmal da nochmal so rum. Oder muss ich den zurückbringen? Das kann natürlich auch sein. Na komm rüber. Nicht mein Trümmers kriegt uns! Aber ich kann ja da nicht drüber springen, oder? Wenn ich das Ding hab. Ich kann nicht springen. Der muss halt näher ran. Natürlich, somit kriege ich doch die Näheren. Das nächste, oder? Nein, der fliegt da runter. Das ist doch zum Kotzen hier, oder? Und
Warum ich nicht springen kann, das fragen wir heute noch. Ich kann nicht springen mit dem blöden Ball. Hundertprozentig muss ich den zurückbringen. Jetzt. Hier geht's. Okay, schauen wir mal. Ist das eine schwere Geburt hier? Ich finde das, dass wir vorher schon gewusst haben, was das für Mode ist. Heilande. Pfotenangriff! Ruff. Hey, Willem. Wieso kam dir diese Höhle so vertraut vor? Was ist eine vertraute Höhle? Du weißt schon, die mit der Anivia-Statue und dem wahren Eis. Oh, cool! Woran hat sie dich erinnert? Wie diese Flugdinger, gegen die wir bei der Jüwese gekämpft haben. Ein bisschen weit, oder? Die hatten dieselbe Farbe wie die Wölfe. Dieselbe Farbe wie dunkles Eis. Bestimmt hätten sie nie angegriffen, wenn sie aus warmem Eis wäre. Seltsam. Das Auge von Freljord! Okay. Gackerten oder so. Was wollt ihr? Ich hab nichts zum Fressen. Hau ab! Hm. Schon wieder so ein Scheiß. Natürlich. Von hier aus geht's natürlich nicht. So. Oh, jups. Einmal runterfallen und dann nochmal alles. Erdbisch! Ja. Ja. Okay. Explosionszeug. Tja, ich dachte, ich könnte da was. Wow, das muss der Kellorel sein, oder? Ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall darf man da wieder was spielen. So viele Noten. Ein ganz schön langes Lied. Und kann ich da flöten? Ich sehe da. Was? Der Kellerer kommt nicht durch die abgetrennten Äste durch, oder? Mal sehen, ob wir ihm helfen können. Eigentlich. Also links und rechts ist da was. Da brauchen wir wieder so magisches Eis. Schau mal, die magischen Eissplitter. Denkst du, wir können damit die Äste reparieren? Stimmt. Da komme ich doch nie rüber. Aber da ist was. Bleibt jetzt weg? Nein. Etwas für Svelsongur. Da komme ich auf jeden Fall hoch. Und da ist doch ein Splitter, oder? Wie kriege ich dich runter? Ja, da guckst du, ja. Also, warte mal. Aua. Okay, so weit, so gut. Ich hab schon. Komm hier rein. Achso, ich muss das lösen, ne? Sehr schön, haben wir da auch schon mal einen Zwischenplatz. Schmeiß mich mal hoch hier. Und hoch! Das war viel Einschätzung, möchte ich mal sagen. Der Splitter ist noch unten, ja. Alles klar. Was ist denn jetzt da? Stimmt. Wenn ich dir das Eis nicht gebe, ist alles umsonst. Komme zurück! So. Jetzt flöten wir mal. Nee. Ich habe ein Problem. Ich muss dir erst das Eis wieder geben. Jetzt dafür wieder außen rum, weil die Ding weg ist. Ach, Scheiße.
Ja, du kannst mich ja nicht hochwerfen, wenn das alles klar. War bloß ein kleiner taktischer Fehler. Hier aus müssen wir jetzt gehen, ne? Schnapp das Ding, ne? Sehr schön. Jetzt muss man es aber haben. Oh, jups. Pack die Flöte aus. Und jetzt die Brücke an meinem Arsch wegziehen. So, jetzt müsste ich eigentlich wieder das Lied spielen, ne? Und verkabelt. Ja. Müssen wir, natürlich. Oh oh. Da! Splitter aus magischem Eis! Die brauchen wir! Was passiert hier? Ich muss da rüber. Ach nee, ist ein Zwischenplatz, ne? Wenn wir auch zu flöten, wir müssen da lang. Du bist dann zwei Songur. Okay, wir haben dann drüben. Okay, da macht man einen Weg. Halb so wild. Von hier kommen wir nicht ran. Jetzt schon. Und das Teil. Wir haben das magische Eis. Aber wohin damit? Ja, erstmal darüber, würde ich sagen. Das heißt, ich gehe darüber. Stimmt, mit dem Ding in den Pfoten kommst du nicht rüber. Ja, aber... Blöde Idee, was denn? Ich dachte, das wäre so einfach. Das ist einfach. Lass mich doch vorbei, Digga. Okay, jetzt haben wir es doch schon mal da, wo wir es hinhaben wollten. Jetzt kann ich da rüber. Ne, jetzt Browser nur. Das ist Quatsch. Jetzt kann es sein, dass ich das zweimal laufen muss. Weil ich muss jetzt erstmal hier eine Brücke bauen.
Sonst komme ich da lang, daran nicht. Genau, da muss ich dann nämlich nochmal rüber. Mal hier mal, ups. Dann kann ich die Brücke bauen. Dann kann der Dicke auch rüber. Klasse. Aber das Lied, das spielen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Komm schon, Willem. Kopf hoch. Can't see anything. Darkness stirs, a darkness that threatens the entire Freljord.